Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet und Clank 3 auf der PlayStation 2. Wir haben Metropolis abgeschlossen, erledigt. Wir haben alles in Mission gemacht und jetzt geht's weiter zur Phoenix. Ja, mal schauen, was uns da erwartet. Wir haben nämlich momentan echt kein Ziel, wo wir hin müssen. Nur zur Phoenix zurück. Ja, mal gucken, wie wir da weiterkommen. Home, sweet home. Vor wenigen Stunden haben Bio-Obliteratoren Metropolis verwüstet. Die Maschinen sind jetzt verschwunden. Wo sie sind, ist zurzeit nicht bekannt. Die Galaxie ist in Panik verfallen. Das heißt, Dr. Nefarius plane ähnliche Angriffe in der ganzen Galaxie. Wir melden uns live von Makadia mit dem Galaxiepräsidenten. Mr. Präsident, wie beeinflusst der Angriff auf Metropolis Ihre Wahlchancen im Herbst? Eine gute Frage, Dala. Unsere Wählererhebungen weisen darauf hin, dass in einer Woche die gesamte Bevölkerung der Galaxie aus Robotern bestehen wird. Das gibt meinem Wahlkampf natürlich Schwung, denn wie Sie wissen, bin ich selbst ein halber Roboter. Ich glaub's einfach nicht. Alle tun so, als hätte Nefarius schon gesiegt. Möglicherweise. Wenn wir diese Bio-Obliteratoren nicht finden, sind wir bald alle Roboter. Nicht, dass ich etwas gegen Roboter hätte. Einen Moment mal. Bevor der Kreuzer in die Luft flog, hat Quark nicht gesagt, dass er etwas finden wollte? Ja. Viel ist es nicht, aber ein Versuch ist es wert. Der Kreuzer kam auf Zeldrin runter. Wir checken den Aufprallort. Vielleicht finden wir, was Quark gesucht hat. Ja, oder Quarks Leiche, ne? Jetzt haben wir zumindest mal ein Ziel, wo wir hin können. Ich will mir kurz nur meine Trophäe angucken. Nur ganz kurz, das geht auch schnell. Hallo Jungs. Ah, Scrunch ist der Affe. Ah. Kann ich die irgendwie auch durch... Ah, da kann ich sie durchblättern. Ja, wir haben zwei Trophäen. Und hier darf ich noch nicht rein. Tut mir leid, nur Befugte dürfen diesen Bereich betreten. Noch hast du keine Zugangserlaubnis. Ja, mal schauen, ob ich sie dann irgendwann jemals erreichen werde. Im Notfall mal ein Lösungsbuch nachgucken, ne? Lösungsbuch, das waren auch immer so nette Sachen. Das gab's auch nur früher. Absturzstelle, na dann, aufi, aufi. Schauen wir mal, was wir da alles finden können, ob wir da überhaupt noch was bergen können. Ich meine, hallo, der Dinger ist eigentlich durch Selbstzerstörung zerlegt worden. Da sollte eigentlich nicht mehr so viel übrig sein. Das sollte nicht nur abstürzen. Wow. Das ist massiv. Gut. Dann schauen wir doch mal, dass wir hier weiterkommen. Platin Bolt. Weil hier kaum einer den Weg läuft, sondern einfach nur runterspringt. Uah, die Viecher wieder. Ich habe das Viech nie im Leben erwischt. Wow, okay. Da, die. Die wollte ich mal verwenden. Weil die bietet sich einfach gut an. Weil damit kann ich wunderbar die Gegnermassen einsaugen. Und muss mich nicht so sehr um die kümmern. Sondern muss einfach nur ein bisschen ausweichen. Naja, bis auf der eine da halt. Der unbedingt meint, überleben zu müssen. Ich verwende mal jetzt ein bisschen öfters die Schnellauswahl. Die ist halt sehr geschickt für sowas. Oh nein! Ich hätte hier hinschießen müssen. Das reicht jetzt wieder nicht. Naja, dafür haben wir ja andere Waffen. Das hat doch funktioniert. Andere würden sagen, das ging daneben. Ich würde sagen, hat irgendwie doch funktioniert. Oh, Großviech, nicht gesehen. Durch was ist das? Die haben sich selber zerlegt. Cool. Ihr seid meine größten Fans. Andersrum, ich bin euer größter Fan. Nanotech gesteigert. Oh. Dann nehmen wir die doch mal. Tot. Und tot. Und tot. 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 Oh, da oben glitzert was. Tot. Tot. Trophäe! Ich habe 100 Pro schon einen Großteil der Trophäen übersehen. Aufpassen. Bei solchen Aktionen. Wow.
Das könnte mich treffen, aber es tut's nicht zum Glück. Okay. Und Level Up der, des Kluftenreißers. Kluftenerzeugers. Ich finde die Waffe wirklich nicht so schlecht. Und das sage ich echt nicht, weil sie teuer war. Wow. Den werde ich dann niemals einsaugen können. Ja, was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Wir nehmen die da. Den Großen ignorieren wir jetzt einfach mal. Und genauso wie den anderen Großen. Ich sehe gerade nichts mehr. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Aber nur so gut wie... Da ist noch einer. Ich wollte ja unbedingt den Bonus da gerade mitnehmen. Okay, wir müssen anders vorgehen. Wir müssen Munition kaufen. Dann ein Großteil unserer Feinde. Ich kann mich gerade selbst schon wieder umbringen. 4 Schüsse. Ich halte 4 Schüsse aus. Vielleicht brauche ich als nächstes keine Waffe. Super. Durch den wunderbaren Start hat das jetzt dafür... Ich kann mich gerade schon wieder umbringen. Ich hole mir nur die Munition. Ich habe schon gewisse Problemchen, wenn ich das mal so sagen darf. Und zwar gewisse Problemchen, hier einigermaßen lang zu überleben. Wir werden jetzt hier einfach mit dem Kluftenreißer viel arbeiten. Ach stimmt, da kommt ja das Viech noch raus. Was mich ziemlich gut zerlegen kann. Okay, wir können hier gar nicht groß auf Kampf gehen. Das wird uns nämlich alles killen. Und hoch mit uns. Bitte sag, dass es hier einen Speicherpunkt gibt. Oh, Level Up. Stufe 4, oder? Stufe 4. Komm, sag die. Nein, nicht noch so einer. Ich hab doch gerade geschossen. Schieß doch! Da sind noch mehr von denen. Komm, saug sie ein. Ich brauche mal kurz eine Verschnaufspause. Nur ganz kurz. Bitte. Danke. Junge! Da gäbe es jetzt ein Versteck zu holen. Will ich oder will ich nicht? Ich weiß, wo das ist. Ich will nicht. Das ist mir sowas von egal gerade. Schwunghaken. Hier. Tju. Hey, eine Rettungskapsel. Die muss wohl von dem Kreuzer stammen. Und da, Fußspuren. Es ist tatsächlich noch jemand lebendig entkommen. Wir kommen knapp zu spät. Der Taschenschrittisator ist noch warm. Das Notfallfunkgerät hat kürzlich einen Funkspruch gesendet. Er wurde aufgezeichnet. Supernova-Taxi? Ich bräuchte sofort ein Taxi. Oho, das ist wohl mein Glückstag. Wo soll ich dich abholen, Schätzchen? Ich bin auf dem Planeten Seldrin. Direkt bei dem riesigen Sternenkreuzerwrack. Ist nicht zu verfehlen. Sternenkreuzerwrack, was? Klingt, als wüsstest du, wie man Spaß hat. Warum gehen wir beide später nicht in die Cyberdisco? Pass auf, Freundchen. Ich meine nicht so hastig. Tut mir leid, Lady. Ich kann nicht anders. So eine Frau in so einem Kleid. Weißt du das? Das habe ich doch nur schnell übergeworfen. Wo geht's denn hin? Das sage ich dir, wenn wir ankommen. Und wenn du es niemandem verrätst, kriegst du 5 Volt extra. Und noch etwas. Hast du vielleicht ein Ladegerät für das Ding hier? Der B20-Schrittisator, was? Das wird ja immer besser. Ich hätte es wissen müssen. Was? Dass Quark eine Schwester hat? Hä? Nein, nein, dass er noch am Leben ist. Das war Quark. Oh.
Aber warum kam er nicht zurück zur Phönix? Weil er will, dass wir ihn für tot halten. Das gefällt mir nicht, Clank. Bis wir wissen, was Quark vorhat, sollten wir das für uns behalten. Wenn das Q-Team erfährt, dass Quark uns sitzen gelassen hat, könnten sie die Hoffnung verlieren. Ich verstehe. Es gefällt mir nicht, aber ich verstehe. Hey, was hat er denn da? Eine Datendiskette. Quark muss sie vom Sternkreuzer geholt haben. Deshalb ist er also zurückgekommen. Los, wir entschlüsseln den Code auf der Phönix. Ja, bin ich mal gespannt, was wir da so finden werden. Ich mag unseren Quark. Munition. Hier gibt es übrigens keine neue Waffe, fällt mir gerade so auf. Ah, okay. Das Auto zünden hat... Hoffentlich war da ein Speicherpunkt. Da war zum Glück ein Speicherpunkt. Das war peinlich. Nicht schon wieder. Das haben wir doch erst hinter uns. Ah. Na, es hat nicht geklappt. Und natürlich kommt ihr jetzt gleich nach. Ich hätte gerne meine Kluftenerzeuger. Danke. Ihr könntet jetzt eingesaugt werden. Das wäre cool. Ach ja. Na dann schauen wir mal weiter. Was uns... Nein, nicht nochmal so ein Ding. Ich ignoriere mir mal gekonnt. Ich ignoriere mir mal gekonnt. Ist das jetzt ein zweiter oder ist das der gleiche? Die Waffe. Eieiei, thank you, very much. Level 70, nicht Level 70, aber 70 Nanotech, die wir auch dringend brauchen. Dich könnte man mal auspeitschen. Komm, da stehst du doch drauf. Damit die auch irgendwann mal nützlich wird. Aber wenigstens zuckt er jedes Mal zusammen, das heißt, er kann mich nicht angreifen. Und sonst so. Apropos, und sonst so. Rutschbahn. Irgendwo gibt es hier eine Rutsch... Hallo. Wunderbar. Haltet ihr echt weniger aus? Ihr haltet weniger aus. Ihr haltet doch einfach nur weniger aus. Na? Geh doch. Speicherpunkt. Da ist die Rutschbahn. Wir können hier nun nicht allzu viel machen. Wir können hier einfach nur runterrutschen. Und warten. Ach ja, haben wir es doch geschafft. Das war nicht ohne, hey. Das war wirklich echt nicht ohne. Was mir... Oh. Hi, Sarge. Wir haben uns gefragt, ob Sie nicht vielleicht Lust hätten, uns zu besuchen. Wir sind auf Aridia und H22 hat Geburtstag. Wir feiern ein bisschen. Ich weiß nicht. Klingt eher nach Krieg als nach Party. Ich hab's ja gesagt, er fällt nicht drauf rein. Haltet die Stellung, Jungs. Ich komme so schnell ich kann. Wir haben wieder was vor. Dabei haben wir denen erst geholfen. Nett. Wir könnten jetzt noch in den Kreuzer hinein. Da wäre dann das Secret quasi. Also in den Teil von den Kreuzer. Aber das ist, glaube ich, echt nicht wert, weil dann müssen wir hier nochmal durch alle durch. Will ich es versuchen? Ein Versuch. Wenn ich nicht durchkomme, Ende. Dann lassen wir das. Wir nehmen hier unsere Kluftenreißer-Geschichte. Nehmen den her. Und wenn das nicht klappt, dann lassen wir das. Versprochen? Versprochen. Also, das ist ein Versprechen an mich selbst. Wow. Das Spiel will wohl, dass ich es schaffe. Das Blöde ist nur, dass die ganzen Viecher natürlich noch leben, weil ich die ja gar nicht erschossen habe. So, und hier müssen wir, glaube ich, rein. Jetzt brauchen wir das Seil. Wow.
Ich bin tot. Wir haben es in den Kreuzer geschafft. Zählt das? Ratchet, wenn du dir keine bessere Panzerung besorgst, wirst du es bereuen. Ich bereue es jetzt schon. Ich habe gesagt, einen Versuch, ne? Aber nachdem wir es jetzt einmal reingeschafft haben, wenn wir es jetzt einmal nicht reinschaffen, dann war es das. Das stimmt, da war jemand. Und das war mies. Wir sind echt noch von hinten erschossen worden. Obwohl wir es eigentlich schon geschafft hatten. Ich brauche ein paar Lebenspunkte übrig. Okay, wir haben es einmal nicht reingeschafft. Okay, letzter Versuch. Wirklich letzter Versuch. Hoffentlich lädt jetzt einfach nichts. Ah, schade. Man kann ja die Hoffnung haben, dass man so schnell unterwegs ist, dass das Spiel nicht mit Nachladen nachkommt. Wow. Au. Au. Nein. Nein. Ja, ja, ja. Und jetzt in Deckung gehen. Soweit es halt geht, ne? Wir sind drin. Jetzt haben wir hoffentlich auch unsere Ruhe. Hoffentlich. Und hoffentlich verkacke ich es nicht, weil wenn ich es richtig im Kopf habe, war da ein blöder Sprung. Ja, da ist er ja auch schon, der wunderbare Sprung. Da ist die Plattform, aber wir haben es geschafft. Was war denn das? Das ist nicht der Boltgreifer, aber den haben wir doch schon. Der Nanopack enthält zusätzliche Nanotechnologie, die dich im Notfall automatisch heilt. Oh, wir haben jetzt ein zusätzliches Nanotech. Cool. Ist nicht so die blödste Sache. Vor allem für so Leute, die sowieso die ganze Zeit erschossen werden. Hallo. Oh, der hätte mich in Ruhe gelassen, aber ist ja egal. Ich will ja eh zurück zum Schiff. Danke sehr. Gut. Dann geht's beim nächsten Mal weiter, wenn es dann wieder heißt Let's Play Ratchet & Clank 3 auf der PlayStation 2. Bis dahin und tschüss.